Welcome back, Lord. Willkommen zurück, Herr. Na, Lob, das meint er wohl nicht wirklich. Er will ja selbst Gott werden. It is a relief to see you in good health, Lord. Es ist eine Erleichterung, euch in gesundem Zustand wieder, so guter Gesundheit wiederzusehen, Herr. Wow, you're back. Cool. Wow, du bist zurück. Cool. Eigentlich spielen die meisten so eine Show, habe ich das Gefühl, nur sie irgendwie nicht, oder? Oh, die hält zwar auch etwas zurück, aber eigentlich mag sie Gott. Oh dear, you're bruised all over. Let your fun big sister Angel heal you all up. Stop by my room after lights out. Okay. Ja, ja, ja. Oh, Liebling, Liebe. Ja, du bist verletzt, überall verletzt. Lass deiner lustigen, großen Engelsschwester dich heilen, dich überall heilen. Bleib bei meinem Raum nach... Komm zu meinem Raum, nachdem die Lichter aus sind, okay? Lilial, tell us about our Lord's performance. Hier, erzähl uns doch über die Performance des Herrn. Ich weiß gar nicht, wie ich es aussagen soll, also wie er sich gemacht hat. Of course. He used his quick wits to overcome a difficult situation. And he succeeded using his own will and strength. Natürlich, er benutzte seine Schnelligkeit, Witz, his quick wits, keine Ahnung, seine schnellen, schnelle Entscheidungshilfe, um eine schwierige Situation zu meistern. And he succeeded, also succeed heißt Erfolg, so quasi erfolgreich. Und er schaffte dies, indem er seinen eigenen Willen und Stärke benutzte. I see, right on. I knew it all along, you guys. He's a god who means business. Ich verstehe es. Ich wusste es die ganze Zeit. Wusste es zusammen mit euch, ihr geile Leute. Er ist ein Gott, der Business bedeutet. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich total falsch. Tut mir leid. Mal wieder. Oh yeah, I bet you're pretty hungry, huh? I made some awesome cakes, so go ahead and help yourself. Gar nicht von dich selbst überzeugt. Oh yeah. Ich wette, du bist ziemlich hungrig, hä? Habe ziemlich großartigen Kuchen gemacht. So, schreite vorwärts und helf dir selbst. I may not look the part, but my cooking is top notch. Keine Ahnung, wie das bedeutet, wahrscheinlich. Ich möchte mich nicht selbst loben, aber meine Kochkunst ist überragend. Top notch. Really? I'm kind of excited to try it then. Wirklich? Oh, ich bin aufgeregt, es zu versuchen. Come, come, Lord. You need to get washed up first. I will join you and wash your body with mine. komm her. Du musst gewaschen werden erstmal. Ich will dich begleiten und deinen Körper mit meinem waschen. Ja, das wird ihm gefallen, oder? Ow, come on, I'm really sore. Komm schon, ich bin wirklich verletzt. Ich bin wirklich. Slow down there, Sheriel. You have to be more gentle. Come on, Lord. Eaten comes first, right? So hat er sich da rausgeredet. Wollte er nicht, was sie machen wollte. Beruhig dich, Sheriel, oder sei vorsichtig, Sheriel. Du solltest vorsichtiger sein. Also. Beruhig dich, Sheriel, sagen wir auch mal. Du solltest vorsichtiger sein. Komm schon, Lord. Essen kommt zuerst, richtig? Ja, ja. Sie würde gerne sich mit ihm waschen. Oh, oh, oh. Lilia, how would you rate that kid, our Lord's performance? Wollte ich ihn schon wieder Kid nennen? Oh mein Gott. Lilia, wie würdest du dieses Kid, unser Herr Performance, reiten, also bewerten? Würdest du das
ja, bewerten. So wie ich es gesagt habe, schon richtig. Außer das Performance auf Deutsch auch anders heißt. Aber ich glaube, es gibt auch Performance auf Deutsch, oder? Oder ist einfach nur ein englisches Wort, was ich immer so benutze? Nun, es war, als ob wir das schon mal gemacht hätten. Also, in a surprising twist, he even received the approval. The Phage Revolution Circuit acknowledges him. Zusätzlich, ich war ziemlich überrascht, als er das Approval erhalten hat. Der Schicksalsrevolutionskreis acknowledge him, keine Ahnung. This too is destiny. Dies ist auch Schicksal. Was ist das? Das haben wir vorher schon gesehen, als er geholfen hat, den. Misery, when were you summoned? Forsooth, without warning, during his first task, he gained her approval? Misere? Wann wurdest du gerufen? Ohne Warnung, während dieser Aufgabe, er hat Approval erhalten? Er hat von ihr Approval bekommen? Impossible. There is no way. It should not happen. Ever. Unmöglich. Das sollte nicht sein. Das ist unmöglich. Niemals. Das sollte nicht passieren. Niemals. Niemals. Sollte niemals passieren. Pardon for speaking out of turn. But is it not a happy thing that the Lord was accepted so fast? Entschuldige, dass ich das so ausspreche, aber ist es nicht etwas Gutes, dass der Lord so schnell akzeptiert wurde? Oh no, pardon us. There simply has not been a precedent for this situation. We could not suppress our disbelief. Oh nein, entschuldige uns. Das ist einfach not. Keine Ahnung. Wir waren einfach die Vorwarte auf die Situation. Keine Ahnung. Wir konnten unsere Unglauben nicht zurückhalten. Liliel. Unterdrücken. This was also your first time being assigned as someone's personal angel, was it not? Liliel. Das war auch dein erstes Mal, irgendjemanden, also zugeordnet zu sein als jemandes persönlichen Engel, war es nicht so? Nicht wahr? You speak the truth. All I had done in Celestia before this assignment were chores. Du sprichst die Wahrheit, du sagst es. Alles, was ich zuvor getan hatte in Celestia, war die Zuordnung zu wählen, keine Ahnung, Chores, habe ich wieder vergessen. Sorry. Werdet ihr lesen können. This is a strange sort of coincidence, indeed. Ich verstehe, das ist eine seltsame Art des Zufalls, in der Tat. Oh, geht das mal hier? No, please, pay me no mind. Continue to support our Lord as you have been. No. Bitte. Bitte zahle mir keinen Gedanken. Bitte mach weiter mit dem Support und also unseren Lord zu unterstützen, wie du es getan hast. Please, verschwende keinen Gedanken an mich oder so. Bitte. Yes, Sir! Ja, Sir! Okay. Schon mal eine ziemlich große Sache zur Approval zu bekommen. Impossible. I cannot believe it. For something like this to happen. Unmöglich. Kann es nicht glauben. Für dass so etwas wie dies passieren könnte. With Misery being summoned, there can be no doubt that he received her approval. Mit Misery beschworen, da ist kein Zweifel, dass er ihre Approval bekommen hat. That is simply the way of things. I will see with my own eyes whether or not he is fit to be God. Das ist einfach der Weg der Dinge. Ich werde mit meinen eigenen Augen sehen, ob er passt Gott zu sein oder fähig ist, Gott zu sein oder nicht. Do you have something in mind, Galshion?
Hast du etwas im Sinn, Galtion? I will weed out the redundancies in this formula. We cannot afford to lose. Okay, keine Ahnung, was das genau bedeutet. Außer, dass er sich nicht erlauben kann, zu verlieren. Deswegen werdet ihr das wohl lesen müssen. Ah, da fragte sich einiges, hä? Oh, shit, der Part geht sehr lange. Wegen dem letzten Ding. How's this? Can you hear me now? Wie ist dies? Kannst du mich jetzt hören? Mit wem redet sie? I would prefer two-way communication, but this was the only way to bypass all of our security. So much security. And for what? Ich würde zwei Wege Kommunikation, vielleicht direkte Kommunikation bevorzugen. Aber dies war der einzige Weg, um all die Security, um die Sicherheit zu umgehen. So much. So viel Sicherheit, aber für was? Anyway, where shall I begin? Oder Security kann man sagen. A new god has been chosen on this side. An adorable one at that. Nun, wo sollte ich beginnen? Ja, ich weiß, ein Gott wurde auserwählt auf diese Seite. Ein süßer, aber... ein süßer. But as for being God, I am not convinced. He seems powerless compared to the norm. Aber Gott zu sein, bin ich... Aber dass er Gott wurde, bin ich zufrieden, dass er Gott wurde. Also, er scheint schwach verglichen mit der Norm, Is His Highness the same as ever? I bet he's skewering angels like crazy today as well. Keine Ahnung. Ist seine ihre Hoheit dieselbe wie immer? Ich wette, hieß irgendwas Engel like crazy today as well. Skewering bestimmt irgendwas Negatives. Verrückt. Do not take that the wrong way. I have no intention of making you stop. This is war after all. Okay, sie redet tatsächlich mit der Gegenseite. Kriege ich einen falschen Hals? Ich habe nur Intention, ich habe keine Intention, dich aufzuhalten. Das ist Krieg nach allem. Dies ist Krieg, ja. Who is truly the chosen one? We need our answer soon. Or have we already found it? Wer ist wirklich der Auserwählte? Wir benötigen eine Antwort bald. Oder haben wir ihn bereits gefunden? Yes, I am aware that for you, the answer is already obvious. Ja, ich bin mir dessen bewusst für dich. Die Antwort ist bereits offensichtlich. But not yet. Not at all. After all, I still belong to this side. Aber nicht jetzt. Noch nicht. Nach allem. Ich gehöre noch zu dieser Seite. I guess that is it for now. But let me say this. My words carry no guarantees. Ich schätze, das ist für erstmal. Aber lass mich dich sagen, meine Worte tragen keine Garantie. It is up to you to believe me or not. But I know you will. Do not disappoint me. Es liegt an dir, mir zu glauben oder nicht. Aber ich weiß, du wirst. Enttäusch mich nicht. I am severing communications now. Stay well, Frunetti. Ich sichere jetzt die Kommunikation, also. Oder ich beende die. Stay well, Frunetti. Weiß ich, bleib gesund, Frunetti oder so. Frunetti ist aber ein komischer Name für einen Bösewicht. Lord Satanael. The angels who escaped to Celestia's Casathelio T area border have summoned a new god to worship. Das sind wohl die Bösen. Lord Satanael. Die Engel, die zu Celestia's Casathelio T area Grenze geflohen sind, haben einen neuen Gott zur Anbetung beschworen. A new god. I take it this information comes courtesy of that angel. Ein neuer Gott. Ich gehe davon aus, diese Information kommt von diesem Engel. It does. Es tut. Lord Satanael. Genau. What shall we do? Lord Satanael, was sollten wir tun? There is no need to rush. You really must learn some patience. It is considered a virtue, after all. Leave me be.
Das ist keine Not, sich zu beeilen. Du musst wirklich Geduld lernen, etwas Geduld zu haben. Keine Ahnung, was er danach sagt. Ihr Discord seid da virtu auf der, keine Ahnung. Lass es mich. Oder verlasst mich nun oder so. But Lord Satanael. Oder überlasst es mir. Aber Lord Satanael. Yes. Oh, da hat zufällig Satan im Namen. Oh nein. Ja. I have noticed that lately you spend a lot of your time reading. What are you reading? Habe mitbekommen, vor kurzem oder so, verbringst viel Zeit damit zu lesen. Was liest du denn? Nothing too important, really. Having a large library to choose from is the sole consolation I have. Nichts wirklich Wichtiges. Wirklich. Eine große Bücherei zu haben, aus der man wählen kann, ist die einzige Konsolation, die ich habe. Keine Ahnung, Consolation. I see. Ich verstehe. Still, angels are truly pathetic creatures. They will not hesitate to treat God as an expendable commodity. Oh mein Gott, er redet so vornehm, glaubt man, glaube ich ihm jetzt. Dennoch, Engel sind wirklich also erbärmliche Kreaturen. Sie werden nicht zögern, Gott als erweiterte, keine Ahnung, zu behandeln. Oh Mensch. Lesson one end. Ja, da sehen wir mal die Schatten von Cinderella und dem Prinz. Ja, danke. Speichern ist eine gute Sache. Jo, wir überspeichern das mal. Sollte alles toll sein und gut. Und dieser Part wird wohl in zwei Teile gespalten. Very sorry, passiert manchmal. Bei solchen Spielen. Aber naja, ist ja nicht immer. Nicht wahr? Oh, es geht noch weiter. Renya! Hey, Renya! Klärt fürs Mich. Please! Why are you staring into space? Like, I finished buying groceries forever ago? Renya! Hey, Renya! Warum starrst du in die Leere? Nun, ich habe beendet, Groceries zu kaufen. Hey, ich habe schon vor ziemlich langer Zeit fertig, Groceries zu kaufen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Oh, right. How should I say it? It just feels so peaceful. Oh, richtig. Wie soll ich das sagen? Es fühlt sich so friedlich an. What are you saying? The myth that Japan's a safe place was busted like so many years back. Was sagst du da? Die Sage, weiß nicht, dass Japan ein sicherer Platz ist. Was? Keine Ahnung, was sie genau meint. Das werde ich wohl später hinzufügen müssen. If a nice guy like you stares off into space, you'll like get mugged and stabbed by some crazy homeless guy or something. Wenn ein netter Junge in die Leere starrt, you'll be like to get mugged, keine Ahnung, und stab ist aber von hinten erstochen quasi werden, also bei jemanden verrückten, heimlosen Typen oder irgendwen. Oder irgendwas. Yeah, you're right about that. Such things continue to happen, and that's why people never stop praying to God. Ja, du liegst richtig. Solche Dinge werden weiter passieren. Das ist wieso Leute niemals aufhören, Gott anzubeten. Praying to God? Oder zu Gott Renya, zu beten. Are you getting sucked into some end of days religious cult? You're grossing me out right now. Beten zu Gott? Renya, bist du in eine End of Days, also in eine Religion gekommen? Religiösen Kult gekommen? Das Ende der Tage vielleicht? Keine Ahnung. End of Days, religiös Kult. Du regelst mich gerade
Dann. After the Cinderella incident had been solved, I was given some time off to recover. Honestly, I thought I'd never get to breathe air from my personal promised land ever again. So I'm in love with everything right now. Maybe that's why even my bratty, bitchy, meddlesome little sister has started to look adorable, in her own way. God rested on the seventh day, they say. If I were God, and I am, I'd want to rest forever. But that's not gonna happen, is it? Hey, Renya, that chick over there has been staring us down for, like, ever. See her? That hot chick. Hey, Renya. Diese Süße da drüben starrt die ganze Zeit auf zu uns. Wie, like ever. Die ganze Zeit zu uns. Siehst du sie? Diese heiße Mädel. Also dieses Mädel. Dieses heiße Mädel. Huh? Hot? Where? Was? Heiß? Wo? Maybe she's been waiting for you, so she can confess her love to your face. Vielleicht wartet sie die ganze Zeit auf dich, so dass sie ihre Liebe mitteilen kann. Dir zu Angesicht. Also. Really? You think so? Such an exciting event has finally swooped down to carry me away into adulthood. Thank you, God! Wirklich? Denkst du das? Solch ein großer Ding oder... Naja, solch ein tolles Event ist endlich zu mir gekommen, welches mich in die Erwachsenenwelt trägt oder so. Dank dir, Gott, welches mich endlich erwachsen macht oder so. Oh, das hat er komisch gesagt. What in the world are you talking about? Are you in the middle of a fun dream? Über was in der Welt redet ihr? redest du da? Bist du inmitten eines lustigen Traums? Lustig, ja. It is time for us to get to work, Lord. Es ist Zeit für uns zu arbeiten, Herr. Lilian war das einfach nur. Ja, mit einem anderen Kostüm, andere Kleidung. Ja. Lord, also Herr, trägst du unnötige Dinge in deinem mobilen Geldbörse? Wenn du das tust, ich sollte vielleicht das Warenhaus erwähnen. Altes im Warenhaus können nicht benutzt werden in einem Dungeon. Aber selbst wenn du besiegt bist, sie werden nicht verschwinden. In anderen Worten, du kannst Items aufbewahren, also fort. Du kannst Stories, also Items aufbewahren, so dass du niemals verlieren kannst, so dass sie niemals verloren werden können. Es ist gut, Items zu verkaufen, die man nicht benötigt. Aber es ist genauso gut, Sachen aufzubewahren im Fall eines Notfalls. Du kannst das Warenhaus erreichen, indem du das Item, die Item-Option vom Hauptmenü auswählst. Okay, danke. So, damit beenden wir endlich diesen langen Part. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann zur nächsten Lektion geht. So, bis dann, alles Gute, viel Spaß und ciao.